bin Nils Richter. Ich bin Arzt und Wissenschaftler hier am Forschungszentrum Jülich am Institut für Neurowissenschaften und Medizin im Bereich der kognitiven Neurowissenschaften. Anlässlich des diesjährigen Welt-Alzheimer-Tages am 21. September würde ich Ihnen gerne über verschiedene Formen der Alzheimer-Erkrankung berichten und unsere Arbeit an diesem Thema. Wir wissen inzwischen, dass die Alzheimer-Erkrankung ein schleichender Prozess ist, der Jahrzehnte vor dem Auftreten erster Beschwerden beginnt. Dabei kommt es zur Ablagerung von Amyloid und Tau-Eiweißen im Gehirn und man beobachtet einen fortschreitenden Untergang von Nervenzellen, der zu einem Verlust geistiger Funktionen führt. Meistens ist dabei das Gedächtnis betroffen. Dadurch entsteht dann das typische Bild einer Alzheimer-Erkrankung, das heißt ein fortschreitender Gedächtnisverlust, der irgendwann dazu führt, dass der Betroffene oder die Betroffene auf die Hilfe der Mitmenschen angewiesen ist. Erst dann spricht man von einer Demenz. Warum ist häufig das Gedächtnis betroffen? Das liegt daran, dass die Alzheimer-Erkrankung vor allem den Hippocampus betrifft. Auf dieser Abbildung hier ist das diese in Rot eingefärbte Struktur, beidseits im Gehirn, mitten im Gehirn liegend, die vor allem für die Gedächtnisbildung verantwortlich ist. Es gibt aber auch andere Formen. Ist zum Beispiel vor allem der linke Schläfenlappen betroffen, hier in Blau eingefärbt, dann leiden die Leute unter Sprachstörungen. Oder ist der Hinterhauptlappen betroffen, das sehen Sie hier in Grün, welcher Teil das ist, dann leiden die Leute unter Störungen der Sehwahrnehmung. Das heißt, Gegenstände können nicht erkannt werden und die Betroffenen haben Probleme, sich in ihrer Umgebung zurechtzufinden, obwohl die Gedächtnisfunktion intakt ist. Diese Nicht-Gedächtnisformen der Alzheimer-Erkrankung treten meistens bei Jüngeren auf, das heißt zum Teil schon vor dem 65. Lebensjahr, während die Gedächtnisstörungen eher bei Älteren beobachtet werden. Komplizierenderweise ist es aber so, dass gerade bei Älteren auch andere krankhafte Eiweißablagerungen auftreten können, gerade auch im Bereich des Hippocampus, die dann auch eine Gedächtnisstörung verursachen. Das ist ein großes Problem, denn auf die Art und Weise kann eine Nicht-Alzheimer-Erkrankung ein Alzheimer-artiges Beschwerdebild verursachen. Vor allem bereitet das Schwierigkeiten bei der Entwicklung von Behandlung gegen die Alzheimer-Erkrankung. Denn um das gezielt machen zu können, muss man erstens wissen, ob der Patient wirklich eine Alzheimer-Erkrankung hat und ob diese auch hauptverantwortlich für seine Beschwerden ist. Was wir jetzt machen, ist, wir untersuchen, ob man aus dem Schädigungsmuster, das wir mit bildgebenden Verfahren, wie zum Beispiel diesem MRT-Gerät im Hintergrund darstellen, in Kombination mit neuartigen Bluttests herausbekommen kann, inwieweit bei dem Patienten Alzheimer vorliegt und wie sehr diese Veränderungen für seine Beschwerden verantwortlich sind. Langfristig ist das Ziel, dass man in Zukunft jedem Betroffenen, jeder Betroffenen eine für sie passende Behandlung anbieten kann. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Arbeit zu diesem Thema geben können. Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben, finden Sie nähere Informationen zu diesem Thema unter www.fz-jülich.de/alzheimer. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.